Ja, Horchemann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim mit der Ayla. Und ich begebe mich jetzt auf die Suche nach irgendeinem Totem von Hyrsin. Ne? Machen wir. Ich habe keine Ahnung wo, ich habe keine Ahnung was. Bin gespannt, ob mir die Ayla wieder die ganze Zeit ins Kreuz nahe schießt, weil die gute Lydia ist mir ja weggenommen worden von ihr. So, da unten irgendwo. Aha, Hemars Schande. Müssen wir. Dann gehen wir da mal hin. Bist du dabei, Ayla? Dann tun wir mal abspeichern. Und gehen wir mal da rein, hätte ich gesagt. Ich habe ja mal einen tollen neuen Bogen, insofern, was soll schon noch schief gehen? Ja. Außer, dass die Framezahl absolut einbricht. Hallo, wer bist du? Sollen wir dich gleich abschießen, oder? Ja, wir schießen dich gleich ab. Vampir-Diener? Ach na, ist das jetzt so ein Spielchen aller Underworld oder was hier? Lykanthropen gegen, oder wie man auch immer uns dann nennen würde, gegen Vampires. Brauche ich ein wenig Silberpfeile, hä? Pfeile. Ah, da habe ich jetzt eigentlich ja erst einmal genug von den Pfeilen, hä? Kann man dir was Gutes tun? Ach nein, ich habe ja auch nichts dabei. Und was haben die so an? Pelzmäntel, oder? Ja, Fellrüstung. Das habe ich mir gedacht. Aha. Eilab. Gib Obacht. Ayla, du fängst schon an. Bist mir schon wieder die ganze Zeit im Weg. Und? Lacke. Bin ich mal gespannt mit den Vampiren. Das was wird. Okay. Was war das? Schau dahinter. Genau, schau dahin. Schau dahin. Na, zack. Was bist denn du? Wieso kannst du... Das werde ich genießen. Ey! Hör auf! Ich werde... Ich töte euch an Ort und Stelle. Lüdi? Ayla, sag einmal. Du sollst nach vorne, nicht hinten. Bin selber Bogenschütze, brauche ich nicht noch an. Unglaublich. Im Aschehaufen finde ich Pfeile und Fellschuhe. Das ist ja klasse. Gitte, gitte, was machen die denn da? Zwergenbogen des Animus. Großen Seelenstein. Klasse. Was? Die Wahnsinnigen von Reach.
Die Ruinen von irgendwas. Also die armen Menschen, die da die ganzen Bücher umschreiben müssen. Ja, die tun mir ja schon ein wenig leid. Weil... da hat man jetzt schon einiges, glaube ich, schreiben müssen. Das sind ja nicht wenige Bücher. Kaiserlicher F5. Ist da jemand? Hier drüben. Oh. Bei den Göttern, nein! Wir sind verloren! Ja! Wieder frei. Ehrlich gesagt habe ich das nicht gedacht. Blutiger Vampir. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Als hätte ich so gesucht. Das sind eine dreiste Lügen schon wieder. Das sind immer so dreiste Lügen, die da verbreiten. Unglaublich. Unglaublich. Was ist denn das da für eine Konstruktion? Wer baut denn sowas? Sag mal, Ayla. Hä? Und warum? Warum macht man sowas? Und wie liegst denn du da? Ja, hallo? Du bist ja, ne? Naja. Wie dem auch sei. Und das für ein Buch? Was ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch? Beros Rede. Was? Zufallsfehler. Mann und Dumme. Was? Da lockt er mich in so eine Vampirhöhle rein. Das finde ich nicht gut. Aber wahrscheinlich sollte man da als Lykanthrop nahe gehen, ne? Dann werden die wahrscheinlich alle ganz, ganz schnell ruhig. Aber wer weiß. Man weiß es nicht und insofern weiter wie bisher. Naja, also gegen solche Spinnen, da bin ich mittlerweile gut. Und keine Chance. Da kann ich wieder einen arkanen Verzauberer benutzen. Da entzaubern wir doch erst einmal, aber wir haben nichts. Enttäuschend. Das ist der Geist von Nürn. Ne? Die Stadt der Steine. Ja. Down. Vampirdiener, wie kann man sich zu solchen niederen Dingen herablassen? So, magst du das alles haben? Kann ich. Suchen wir mal nach diesem Totem, Schildbruder.
Oh ja, machen wir das doch. Also gut. Gehst du vor? Geh vor. Ayla, geh vor. Da, schau mal. Ist da jemand? Ayla. Zurückschleichen. Mein Verstand spielt mir Streich. Was? Oh, Vampirmeister. Das werde ich genießen. Ich kann euer Blut riechen. Himmelsrand gehört den Nord. Ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Ich werde in eurem Blut baden. Kommt schon, zeigt mir Blut. Zaubertränke, Gesundheit. Das machen wir mal bei euch. Gesundheit senken. Gift der Erzündung. Oh ja. Wo kommst denn du her? Wächter! Wow. Ja, schon alles? Wirklich? Ich werde euch mit eures Leichten. Gebt einfach auf, wir können genug. Ich ergebe mich! Aufgepasst, Bruder! Ja, aufgepasst, Bruder! Ich kriege. Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Glaubt ihr, ihr habt eine Chance? Kommt schon, zeigt mir, was ihr könnt! Wow! Das war jetzt alles aber nicht einfach. Weiler, gut gemacht. Geh mal aus dem Weg. Was? Ja, was? Aschehäuflein dort durch Willen. Wer bin ich? Das war wirklich nicht einfach. Da liegt was. Kaiserliche. Was bist denn du für eine? Okay. Werwolf Totem. Orkischer Helm. Nimm's aber mit. Jagdbogen und Ziehens. Also, das habe ich jetzt eingesammelt und nur. Habt ihr es? Ja. Das passt absolut auf die Beschreibung des Totems aus Kyors altem Buch. Bringen wir das Ding zur Tiefenschmiede. Okay. Machen wir das. Wozu die Eile? Du hast mir jetzt gerade wegen Angst gemacht. Gehen wir mal zur Drachenfeste und da müsste es ja zwei Tacken schneller gehen. Ja, die Überlebenden lernen uns die besten Techniken. Da ist vielleicht was Wahres dran. Ne? Könnte man jetzt so sagen, muss man aber auch nicht.
Also ein Totem in die Tiefenschmiede. Das waren jetzt Vampire. Und wenn ich mich noch eins erinnere aus dem letzten Mal. Okay, weil die können einen nämlich vergiften. Also, dass man selber zum Vampir wird. Und das will ich beim besten Willen nicht, weil dann, ja, das ist einfach nicht gut. Ayla? Alles klar? Ein Amulett von Mara. Dann wollt ihr also heiraten? Also gut. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Was ist denn das? Betentotem der Jagd? Gut. Was? Dein bisschen Blut verleiht dir einen Widerstand von 100% gegen Krankheiten, aha. Ja, ist das das, oder was? Du verwandelst dich in einen Wolf. Achso, naja, klar. Ja, dann. Habt ihr Rat? Der Jarl von Winter scheint, dass sich Raubtiere dort niedergelassen haben und Bauern und Reisende angreifen. Jemand muss da rausgehen und sich um die Bestien kümmern. Ja, mach ich. Ich wusste, dass wir auf euch zählen können. Kümmert euch umgehend darum. Niemand will, dass ein Tier in seinem Zuhause herumstreunt. Ja. Nee, das sowas will wirklich keiner. Vor allem nicht, wenn er die Ayla dabei anschauen muss. Okay. Jetzt muss ich mir erst einmal meine Schnecke wiederholen, weil ohne Lüdi. Da brauche ich nicht weg, ne? Ich hätte gern die Schmiedin da vorne heiraten. Wo das. Wird das ja, glaube ich. Achso, und jetzt. Ich habe jetzt. Kann ich mal mein neues Heim begutachten. Oh, das sieht doch schon ein wenig schöner aus, ne? Knoblauchzehen und so Zeug. Huhu, Lüdi. Ist das ein Amulett von Mara? Ich. Nun, ja. Nein. Warum denn auch nicht? Und habt ihr Interesse an mir? Oh. Dann tut es mir leid, dass ich überhaupt etwas gesagt habe. Ja, ja. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Geht voran. Du hast schon wieder die Sachen nicht an. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Gib mir das. Ach, und jetzt geht's. Okay. Dann gebe ich dir mal wieder zurück. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Den gebe ich dir auf jeden Fall noch. Achso, Bekleidung ist der, ja. So. Das könnte ich dir eigentlich geben. Klar, gebe ich dir das. Gut. Geht ihr voran? Mach ich. So, wohin? Muss ich da von der Winterfeste aus? Sieht so aus, ne? Also. Schauen wir mal. Fett, komm her. Habt ihr schon gehört? Es gab... Okay. ...noch einen Drachenangriff. Dieses Mal auf Königshain. Ja, pff. Hab ich nicht, aber es reicht ja, wenn ich da einmal im Halbjahr an umbringe, oder?
Warte mal. Das ist zur Hochstraße, dann laufe ich da bis davor und dann da so runter, ne? Ja. Das scheint mir richtig. Oh, was ist denn das da? Hältst du mein Gaul? Willi? Du sollst denn mit dem Pfeil und Bogen spielen? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Gott, du brauchst unbedingt wieder irgendeine Zweihandwaffe oder irgend sowas. Du bist ja total crazy, hey. Kannst du mich da nicht vorne stehen lassen? Ich bin der Bogenschütze von uns zwei. Mensch. Unglaublich. Unglaublich. Die Lüdi. Oder soll ich hier schon runter? Das könnte auch sein. Ich will noch da schon runter. Ach, was für ein schönes Schneegestöber. Wunderbar. Wunderbar. Und das kleine Hoppelhäschen. Och süß. Och süß. Ah ja, und das ist, nehme ich dann an die... Oh Gott. Wie langsam bin ich denn da mit dem Pferd? Ja, unglaublich. Okay. Einmal komplett auf der anderen Seite. Nee, links rum. Lass uns links rum laufen. Oder da hoch, genau. Noch besser. Noch besser, viel besser, am besten. Aha, da unter mir. Mal rein. Düster Küstenhöhle. Hat er irgendwas gesagt von wegen in ihrem Zuhause? Soll ich nicht und so. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wer hat das schon? Wer hat das? Ach nö, ein Eistroll. Zwei Eistrolle. Boost, jetzt bezahlt ihr. Hast du noch? Oh, Lüdi, der geht schon immer gut. Oh oh. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Zwei Eistrolle. Sehr schön. Und gibt's hier was Tolles zu looten, zu gewinnen?
Oder einfach nur noch mehr Eistrolle. Da ist noch einer. Lilly! Ist das schon alles? Ja. Aber wirklich, ist das schon alles? Ja. Was ist denn das? Ist einer falsch rum eingefroren? Sowas. Stahlzweihänder der Furcht? Mhm. Zwanzig Magika Schaden. Na komm, du kriegst jetzt erst einmal da an zwei Hände. Ist das ein Amulett von Mara? Ich bin überrascht. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. What? Bögenbewegung um 20% höheren Schaden, den trägst du mit dir rum. Gib mir die sofort zurück. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wieso hast du das? Das ist ja unglaublich. Gott, am Ende hast du das wieder. Und ich möchte bitte den Bogendings da. Und einen Hut könnte ich auch mal aufziehen. Auch wenn er schwere Rüstung ist, aber. Naja. Unglaublich, wieso habe ich dir das gegeben? Wann? An. Ich will jetzt hier mal eine Belohnung. Wie viel muss ich noch töten von denen? Hä? Geh mal weg, Lüdi. Was? Ja, Lüdi. Ah! Weg sollst. War ich dann doch hier zuerst? Ja, und das heißt jetzt? Hier gibt's gar nichts anderes. Muss ich dahinter? Vielleicht. Oh ja. Oh wow. Lüdi, alles muss ich allein machen. Ja. Kann ja so nicht weitergehen. Schlacht von Sans-Retor? Was? Schwerer noch Witze? Das war's jetzt? Nee, oder? Keine große Truhe oder irgend sowas? Ich finde eine große Truhe. Was war dann wenigstens. War das wenigstens was Tolles? Auch nicht. Das ist ja total lame. Ich bin enttäuscht. Einfach nur enttäuscht. Da war Ausgang und da drüben ist nichts, ne? Nee. Und da, wenn ich durchgehe, komme ich ja nur wieder da drüben raus. Zack, nix.
Enttäuschend, Lüdi. Enttäuschend. Lieber Gott, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Das ist die Hauptsache. Hey, seht mal, eine Höhle. Was da wohl drin ist? Bist du völlig bescheuert in deiner Birne? Haben sie dir da zu oft draufgekloppt, oder was? Oder drückt dein Metallhelm da wegen dein Gehirn zusammen? Wir waren da gerade drin. Höhle, was da wohl drin ist? So eine saublöde Frage. Lüdi, deine KI ist nicht sehr groß. Da. Muss man schon mal sagen. Ne? Wir sind nichts als Maden. Darf ich den einfach mal umbringen? Das wäre mal was. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt. Ein Amulett von. Gute Arbeit. Diese hirnlosen Viecher hatten keine Chance. Ja. Ich suche eine Arbeit. Ein Bürger von Rift hat uns um Hilfe gebeten. Offenbar ist ein Raubtier in ihr Zuhause eingedrungen. Jemand muss die Bestie erledigen. Schade. Aber dann kümmert sich eben jemand anderes darum. Ja. Ich will mal das für jemand anders was machen da. Sieh an, ihr tragt ein Amulett von Mara. Ein Amulett von... Wollt ihr damit sagen, diesmal dass ihr noch zu geht haben es um seid? Eine etwas heikle Angelegenheit. Eine reiche Familie hat eines ihrer Erbstücke verlegt. Dieses Hügelvolk, das sich selbst die Abgeschworenen nennt. Nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Welche Art von Führung könntet ihr mir anbieten? Bis zum nächsten Mal. Ihr seid es. Welche Art von Führung könnte ich dir schon anbieten? Da hast du recht. Schon sehr weit. Ausgeholt. Was benötigt ihr, mein Freund? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. So, was hast denn du für mich, Fahrgast? Ihr wart ein guter Freund. Wir haben eine Mitteilung von jemandem. Ich weiß nicht, warum. Ihr müsst nur dort rausgehen, hart aussehen und die und nicht mehr. Niemand soll sterben, verstanden? Versucht es nicht zu übertreiben. Ja. Darf ich ja eigentlich. Oh, ich darf jetzt hier alles mitnehmen. Experte? Zwergen, zwei Hände. Möchtest du den? Wahrscheinlich nicht, ne? Was ist das? Ist das eine Karte, die ich mitnehmen kann? Nein. Jungol und die Meeresgeister. Mal zwing da. Rambazamba! Yeah! Silberbarren. Mensch, was man da alles mitnehmen darf. Feine Stiefel. Ups, der war gestohlen. Naja, hat keiner gesehen. Der hier wäre auch stehlen, okay. Wieso ist das ja alles stehlen? Ich dachte, die Bude gehört mir. Anscheinend nicht. Komisch. Tilma? Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Ja, das ist ja auch gut so. Das sollst du ja ruhig tun, ne? Ein Amulett von Mara. Dann wollte ich kann euch ein paar Dinge beibringen. 240. Das kann sich doch kein Mensch leisten.
Ich sehe alles, höre alles und weiß alles. Ja, das ist natürlich saublöd. Also wenn du alles hörst, da kannst du ja sogar ruhig eine Minute mehr. Ich meine... Ne, letztendlich will man ja vielleicht auch mal ein wenig in Ruhe nachdenken oder so, oder? Wilkas hat gesagt, ihr seid der neue Kodlak. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ihr scheint ehrbar zu sein und das ist gut. Skjor sagt, ich hätte Iskramors Kraft. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Kümmert euch um diesen. Ach, ich kann jetzt auch dich einfach zum Beispiel mitnehmen. Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Och. Ja, hab ich. Bitte läuft mir jetzt nicht ständig in den Weg wie du. Beziehungsweise verbackt sich kniend irgendwo. Was macht denn da die Kuh von ihr? Wir sind die Kinder der Menschen. Darf ich ihr mögt einfach mal Bogen, ist der Wahre. Ihr seid gekommen. Der bloße Gedanke ist für unsere Elfen. Ja, Pfeil und Bogen, das ist ein guter Hinweis. Ich muss, glaube ich, der Pfeile, damit ich da mal langsam aber sicher ein bisschen bessere einsammle. Und da so einen kleinen Vorrat aufbauen. Nein, da war das. Beim trunkenen Jägersmann. Der mir für sau viel Gold lumpige Pfeile verkauft. Ah, werft einen Blick darauf. Aber Gott. Orkische Pfeile. 64, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und 48 Zwergenpfeile. Okay. Danke dir. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Mir nicht. Das hat mir viel zu viel Gold wieder gekostet. Aber Gott, da muss ich durch. Da muss ich durch. Ich habe hier einige... Ich sage nicht, dass ich... Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, ja. Vergesst nicht auch drin reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ups. Kann man da eigentlich irgendwie... Nee. Kennt ihr meinen Vater? Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Oh, dann wird man mit dir sich also ich richtig schön... Ich helfe meinem Vater auf vielerlei aber Weise. Aber du lässt dich natürlich nicht heiraten. Mann, Mann, Mann. Jetzt hätte ich mich da mal zum Oberchef von diesem Örtchen da hochgeschlafen. Das wäre praktisch gewesen. Naja, wie dem auch sei. Gut, das haben wir gemacht. Bezahlter Schläger, schüchtere Arter, ein Kartwasten ein. Gott, habe ich hier schon wieder viel Zeug. Wo ist denn das? In Kartwasten, okay, warte mal, dann können wir doch da gleich mal. Jetzt habe ich es natürlich wieder weg. Gehen wir da mal schnell hin. Und auswählen sollten wir es natürlich auch. So, zack. Wir haben diese Minen in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Hey! Die Mine ist geschlossen. Verschwindet! Bin hier, um einen Streit zu lösen. Ihr könnt mich nicht einschüchtern. Also los. Los geht's! Na los! Ja. Ja. Ja.
Habt ihr das drauf? Ey, was ist denn das? Gebt auf, solange What the? Boost, Roda! Aber das ist doch nicht das, was ich gesollt habe. F9. Ach nee, F9 nicht. Ah. Nicht F9. Okay. Jetzt speichern wir 5. Das war doch nicht das, was wir ich gesollt habe. Wir haben diese Minen in unserer Hand. Schön langsam bewegen. Die Mine ist geschlossen. Die Abgeschworenen haben vor einer Weile angegriffen. Ja. Der Jarl hatte keine Männer übrig, also haben die Silberblut großzügig angeboten, uns zu schicken, um aufzuräumen. Ach, wie großzügig. Wir wollen nur das Land dieses alten Einheimischen als Bezahlung für unsere Dienste. Danach verschwinden wir und alle können wieder zurück an ihre Arbeit. Wenn ihr das macht, bin ich sicher, dass ihr einen Anteil erhaltet. Ich bin nicht von hier. Ich bin ein Söldner. Das sind meine Männer. Okay. Habt ihr noch... Ihnen gehört praktisch die Stadt Markart. Und nee, musst du mit ihr zur Brücke laufen. Nicht einschüchtern. Also los. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ich wollte nur so dastehen und einstecken. Lüdi! Kämpft! Also gut, den einen müssen wir wohl umbringen. Da ist die Lydia einfach wegen Fehl am Platz, habe ich das Gefühl. Wo seid ihr? Habt euch! Das war schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja! 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 Ihr wollt zu den Norden gehören? Ihr seid jämmerlich. Hä? Na ja, dann. Boost, Bruder! So. Mal ganz einfach. Wo häng ich denn hier schon wieder? Ihr habt schon verloren. Wir sind verloren! So, und was jetzt mit dir? Können wir nicht einfach wieder friedlich kämpfen? Ihr wollt zu den Nord gehören? Friedlich kämpfen, habe ich das gerade wirklich gesagt? Naja. Aber ich sollte doch eigentlich nur prügeln. Doch misst dich. Bei den Göttern, nein! Jetzt bringst du den tatsächlich um. Gescheitert! Gescheitert! Ja, pff. F9. Dann muss ich jetzt die erste Mal irgendwie loswerden, oder was? Wir haben diese Minen in unserer Hand. Schön langsam. Naja, wie dir was heißt, muss ich leider das nächste Mal rausfinden. Ich beende da mal. Bis demnächst. Tschüss!